So, da bin ich wieder, 8-Bit Reggie, zu Spyro 2. Und natürlich wieder mal ist dabei. Ja, der Serax, der ein bisschen gefehlt hat im Tiki-Level. Und falls ihr an Klippern hört, ich futtere heimlich meine Tortellini gerade. Ja, die Bumeränge sind echt Arschlöcher. Das merke ich gerade. Die können aber ganz schön nerven. Oh ja, das können sie wirklich. Diese komischen Bumerang-Viecher. Ach, da geht's auch noch lang. Ja, die Viecher kann man nur rammen, auch wenn sie aus Holz sind. Eigentlich könnten wir sie voll abfackeln. Mhm. Aber auch wiederum nicht. Warum auch immer. Logik in Spielen. Logik in Spyro. Vor allem, da kommt noch die Zusatzlogik. In Spyro 2 konnte man sie abfackeln. Hier komischerweise nicht. In den PSX-Teil, zumindest in 2 und 3, konnte man schwimmen. Hier komischerweise auch nicht. Nö. Das war eine Checkpoint-Fee. Das müsste quasi so ein komisches Paralleluniversum sein. Irgendwie schon. Erstmal voll daneben gerammt. Das ist da bestimmt der höchste Punkt des Levels, diese komische Pyramide hier. Das ist jetzt nur so eine Vermutung. Noch 6 von den Rampen. Alter, diese Bumerang-Viecher gehen mir auf die Nerven. Ja, die haben meinen Arsch vorher mehrmals penetriert. Glaub ich dir. Da kann ich die Elefanten zum Teil verstehen, aber... Der eine Elefant, der nicht schwimmen kann, der soll das lernen. Ja. Im Grunde ist ja Spyro hier quasi ausgenutzt worden. Da ist die Truhe also.
Oder mehr, auch, oder weniger auch gezwungen. Okay, das mit den Reben hätten wir schon mal. Nimm diesen leuchtenden Lichter, Ziffel in Meditation. Ach, lieber Mann, es ist verschwunden. Ah, du hast Schimmer gefangen. Warum ist da eine Lücke? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass der Typ nervt. Tja, ja, ein Schlemoli. Ach, ein schlemmerner Xerax. Ja gut, muss auch mal sein. Ansonsten trinkt er ja immer. Mit Genuss. Da ist jetzt Bier, Met, Cola. Trinkt eine Menge. Manchmal auch zu viel, wie man in Mega Man gesehen hat. Also es war für den Tag zu viel. Ich glaube, wäre ich nicht so übermüdet und kaputt gewesen, dann wäre ich jetzt nicht eingepennt, aber ich glaube, ich wäre auch nicht nüchtern gewesen. Aber ich bin nicht eingepennt. Du hast Scharlach gefangen. Tommy, der dumme Azubi-Elefant. Ja. Oh, war das knapp. Wie spielt es sich eigentlich mit dem Super Nintendo Controller besser, oder? Ja, ganz gut. Ich glaube, du musst dahin oder so. So gerade diesen Rückweg, weil drüben gab es ja auch noch so einen Weg. Ich glaube, das ist der Rückweg. Ja. Es muss nicht der Rückweg sein. Das würde es ja nicht von der Zeit her erreichen. Aber ich glaube, du musst voll aufgeladen sein. Das stimmt. Mal sehen, jetzt brennen drei Statuen. Oder? Da unten. Da irgendwie in der Mitte. Ich glaube, das ist einfach bloß für die Truhe. Jetzt muss er jetzt zum Elefanten zurück, oder? Wie war das gedacht?
Die Truhe, die war ja hinten irgendwo. Genau, auf Anhieb gefunden. Ah. Ja, aber wie ist es überhaupt machbar mit der Zeit da unten? Da konnte man ja auch, da war ja auch so komisches Wasser. Hier ist nur tot. Und das wollen wir mal lieber nicht. Tod ist ungesund. Ja. Also würde ich mal behaupten. Ich hasse es, wenn die Maus den Emulator ausklickt quasi. Macht ihr ja, das aber? Weiß auch nicht warum. Vielleicht ein Wackelkontakt. Das würde mich wahnsinnig machen. Es wäre quasi so, als würde ich quasi gerade ein Spiel spielen, aufnehmen, so ein Shooter, bestes Beispiel Far Cry 4, und dann verrückt es in der Aufnahme ständig mein Fenster. Oh ja, ich kenne deinen Ausraster davon. Bis es mir zu blöd wurde und ich auf Vollbild gemacht habe. Und ich muss sagen, bei Vollbild, da passiert es wenigstens nicht so. So oft. Auf jeden Fall ist da die letzte. Bloß wie kommen wir da hin? Das ist die Frage aller Fragen. Wenn man doch wenigstens eine Karte hätte von dem Level. Ja, das wäre sehr praktisch, eine Karte zu haben. Jetzt bist du aber wieder da. Der Mode 7 Effekt hat wieder zugeschlagen. Ich glaube, das ist einfach bloß die Problematik von der Darstellung des Levels. Bezüglich es ist ja immer wieder so. Nee, geht nicht. Es gibt ja quasi hier keine Körper, sondern bloß also ich würde es jetzt nicht als Mode 7 Effekt bezeichnen, sondern halt als Höhenunterschied Problematik. Der ist quasi hier nicht visuell angezeigt, weil man die Kamera nicht schwenken kann. Nein, anscheinend nicht.
Das wäre beispielsweise das gleiche Szenario wie bei Snake Battle and Roll. Da war das dasselbe. Als Mount Sam würde ich jetzt beispielsweise den Lavalampeneffekt bezeichnen im Pause-Menü. Das stimmt. Oder die Donkey Kong Unterwasser-Levels. Aber jetzt das ist naja. Aber da besteht schon eine ziemliche Problematik manchmal. Das heißt manchmal sehr oft. Was dann natürlich auch bedeutet, dass die PSX-Teile technisch gesehen auf jeden Fall auf einem höheren Level sind. Aber das war ja auch auf der 3D-fähigen Konsole und das hier ist keine 3D-fähige Konsole bzw. Handheld. Vielleicht kann man das Wasser später auch ohne diese komische Tour einfrieren. So, und ab hier muss ich gerade sagen, hier ist das Mikrofon mir ausgegangen während der Aufnahme. Das heißt, ich muss diesen kleinen Rest jetzt nachkommentieren. Ja, ihr seht, wir sind in Tritopen. Und ja, versuchen gerade alle Fackeln zu finden. Das war jetzt Fail. Ja, ich habe später rausgefunden, als Xerox hat später rausgefunden, dass dieser Sprung auch recht anders machbar ist, dass man es anders machen sollte. Und das geht eigentlich. Das ist gar nicht mal so schwer. Ihr müsst halt, ja, mit dem Eis, ich sag's euch schon mal, bis hier rüber und dann, ja, über diese seichte Stelle. Das ist halt der Weg, wie man rüberkommt. Also ist nichts mit verstärkte Fähigkeit suchen und so weiter. Das müsst ihr nicht machen. Ihr müsst nur durchs Eistor gehen, zur Plattform zurück, hierher, auf der anderen Seite von dieser Rampe ist, also nicht von der Rampe, sondern von der großen, wo wir gerade waren, genau da unten im Bildrand, da ist auf der rechten Seite noch ein seichtes Feld und dort ist auch eine Pyramide mit einer Fackel. Die dürft ihr nicht vergessen mitzunehmen. Ja, da habe ich gerade probiert, kann man es vielleicht irgendwie anders machen, aber ja gut, man könnte, aber ich habe den Sprung gerade nicht hinbekommen. So, mal gucken, was beim Rest der Aufnahme passiert. Ist wie gesagt ist schade, weil ich habe noch versucht, mit Xerox zu kommunizieren, hat aber nicht funktioniert. Hab dann die Aufnahme quasi allein beendet, was ich gerade ironischerweise wieder tue. Ja, und so kam es dann, dass sich herausstellte, dass sich mein Mikrofon oder besser gesagt das System Windows einfach mal das Mikrofon abgeschaltet hat während der Aufnahme. Ich musste erst neu starten, damit alles wieder erkannt wird. Das war, wie gesagt, sehr ärgerlich, deswegen. Aber naja, es ist nur ein kleiner Rest, der nachkommentiert werden muss, wie ihr seht. Wir haben auch schon viel geschafft, diesen langen Part. Ja, ihr seht, der Sprung war wieder nichts. Ich habe es jetzt, glaube ich, noch ein Weilchen versucht. Ein paar Minuten. Ja, und dann irgendwann habe ich erkannt, dass das nicht funktioniert. Da wollte ich zurückspringen, das hat ganz gut geklappt. Und da unten, wenn ihr jetzt nach rechts geht, ist auch eine seichte Stelle. Also da unten jetzt. Unten rechts. So, ja, da sah es im Grunde ganz gut aus. Aber
Ja, wenn man stirbt, dann spawnen die Fackeln weg. Und ihr könnt alles nochmal von vorne machen. Aber es geht eigentlich, wie gesagt, die ganze Aufgabe ist nicht wirklich schwer. Ihr habt jetzt nur ein bisschen Zeitdruck und ja, das war's dann auch schon. Ansonsten geht die Aufgabe. Ich muss langsam sagen, das Spiel ist irgendwie einfacher als der erste Teil. Fällt mir so mittlerweile auch auf. Nach der zweiten oder dritten Session, die wir gemacht haben. Ja, wie gesagt, so müsst ihr dann zurückspringen. Und zwar genau diesen Sprung. Gut, habe ich jetzt nicht gekommen, weil ich irgendwie da gepennt habe. Oder ein. Ja, Cirax hat es besser hinbekommen als ich. Ansonsten ist es ein beschauliches kleines Level, muss ich sagen. Es ist nicht so groß, es hat nicht so viele verzweckte Sprünge. Wie es halt jetzt beim anderen Spyro der Fall war, im ersten Teil. In manchen Levels. Die Rampen sind auf jeden Fall neu. Also die, was heißt Rampen? Die Schrägen. Ja, da fahren wir mal den Atlas rein. Gucken, was wir erreicht haben. Ja. Das sieht doch bisher ganz gut aus, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt kam nicht mehr viel. Kleeblatt geschafft, 84,8%. 93,8%. Na, kommt noch was? Oder... Ne, jetzt kommt nichts mehr. Gut, ich würde sagen, hier kann ich jetzt den nachkommentierten Teil des Videos beenden. Und wünsche euch viel Spaß bei dem Rest. Tschüssikowski, Leute.